Ja, unser Gehirn. Es ist das komplexeste Gebilde, was wir überhaupt kennen. Und seine Komplexität ist so groß, dass sich unser Gehirn selbst seine eigenen Dimensionen gar nicht vorstellen kann. Dafür ein kleines Beispiel. Unser Gehirn besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen. Unvorstellbar. Und die sind miteinander verknüpft über diese Bahnen. Diese Verbindungsbahnen haben zusammen eine Länge von 5,8 Millionen Kilometern. As I mentioned before, we have a very exciting and let's say pioneering topic now, because it's about airflow visualizations. Initial projects, both internal and with customers, confirm the high expectations of this pioneering technology. An expert on this field is Dr. Uwe Wössner. He is a mechanical engineer and he is head of the visualization department at the HLRS, which stands for High Performance Computive Center of the University of Stuttgart. And here he is. Schön. Sie möchten weitere Informationen zu Pflegevorsorge Flex? Aber gerne. Dafür bin ich ja hier. Maßgeschneiderte Leistungen und eine unkomplizierte Abwicklung, das bedeutet Vorsorge mit maximaler Flexibilität. Aber bleiben wir zuerst mal bei den Leistungen. Denn egal, für welche Absicherung Sie sich entscheiden, Sie profitieren von Top-Leistungen. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much. Herzlich willkommen zur Verleihung des Fliegermagazin Awards 2014. Das dritte Jahr, meine Damen und Herren. This is EPWC, the interview. Hello and welcome. In 2006, the Constitutional Court held the Inheritance and Gift Tax Act to be unconstitutional. Its main objection was the impingement on the principle of the equality of taxation that it saw in the systematic undervaluation of real estate and unquoted shares. It set a deadline of the 31st of December 2008 for a reform. The government has responded to this call with a bill currently under parliamentary debate. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr May, und auch seinen Kolleginnen, dass wir heute hier sein dürfen und können zum Schmerztalk 2015, der erste seiner Art in diesem Jahr. Und mit einem kleinen Lächeln muss ich sagen, es ist eine der längsten Veranstaltungen, die ich jemals betreut habe, nämlich es geht ins, sage und schreibe, ich habe nachgeguckt, ins vierte Jahr, 2012 haben wir angefangen damit. Und das zeigt so ein bisschen, hoffe ich zumindest, dass diese Veranstaltung bei Ihnen gut angenommen wird, bei Ihnen und Ihren Kollegen. Und ich hoffe, dass Sie genauso viel mitnehmen wie die Menschen vor Ihnen. Es gibt mittlerweile sogar Wiederholungstäter, habe ich festgestellt. Deswegen meine Frage zu Beginn. Hat jemand von Ihnen mal schon am Schmerztalk in den letzten drei Jahren teilgenommen? Ja, mehrere. An mehrere? Oh, Sie sind ja... Und ich mache jetzt einen ganz schnellen Übergang, weil wir so ein bisschen im Verzug sind, aber nicht viel. Und zwar geht es im letzten Vortrag jetzt um die Frage, was passiert eigentlich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir haben ja vorhin gehört, dass fast jeder Vierte im Gesundheitswesen bereits ein Handexzem hat. Und die Frage ist, wie geht man dann damit um? Was für Möglichkeiten gibt es? Und dazu hören wir jetzt gleich Privatdozentin Dr. Sonja Molin. Und sie sagt, es wird viel zu lange gewartet, bis ein Dermatologe aufgesucht wird. Was sie damit meint, wie man es besser machen kann, welche Möglichkeiten es gibt, das hören wir jetzt gleich von ihr. Es sind sehr viele Gäste hier, man merkt, die Leute haben richtig Spaß. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schöne Veranstaltung. Mit solchen Gästen, mit solchen wunderbaren Menschen kann man sich nur wohlfühlen. Würden Sie es weiterempfehlen und wenn ja, warum? Ja, weil alles schön ist. Gut, danke schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank.